willkommen zu einem neuen Beitrag. Heute gibt es wieder eine Ausgabe der echten Fälle, also True Crime. Und heute reden wir über einen wirklich dramatischen und traurigen Fall. Und ich würde von euch gerne wissen, ob ihr die Reaktion des Vaters, die danach kam, für nachvollziehbar haltet. Vielleicht sogar, ob ihr sie verständlich und richtig findet oder ob er sagt, so etwas darf nicht sein. Und ebenso würde ich gerne wissen, was ihr zu der Strafe sagt, die der Vater erhalten hat. Ob ihr sagt, das ist okay anhand dessen, was passiert ist, oder ob ihr sagt, das ist einfach zu viel und man hätte ihn anders behandeln müssen. Irvine in Orange County im Sonnenstaat Kalifornien in den USA. Eine künstlich aus dem Boden herausgestampfte Stadt, wie man es so beschreibt, denn diese Stadt, die wurde von einem Unternehmen in den 1960er Jahren gegründet. Die Irvine Company, die plante und baute diese Stadt, die als Universitätsstadt geplant war, auf einem damals leeren Gelände. Heute hat Irvine 307.000 Einwohner. Und eben eine Universität, die einen sehr, sehr guten Ruf hat. Zu dieser Universität, da gehört auch das UCI Medical Center. Eine Einrichtung, in der Wissenschaftler aus vielen Ländern arbeiten. Und so war das auch bei diesem Mann. Sein Name ist Rainer R. aus Deutschland. Er wurde 1999 als Lehrbeauftragter an die Universität in Irvine berufen. Rainer R., der ist Professor für molekulare Neurobiologie. Er studierte in Münster, promovierte 1993 an der Universität Hamburg und arbeitete dann in Basel bei einem großen Pharmahersteller. 1999 erfolgte dann der Wechsel nach Kalifornien an die Universität von Irvine. Und nur ein Jahr später, da gelang ihm dann auch mit seinem Team eine wissenschaftliche Entdeckung zu machen. Sie entdeckten ein Enzym, das die Erinnerungsfähigkeit des Gehirns steigert und gleichzeitig Ängste auflöst. Dieses Enzym ist auch heute noch die Grundlage vieler Medikamente, die Millionen Menschen helfen, die zum Beispiel an Alzheimer, Demenz oder an Panikattacken leiden. Beruflich lief es für Rainer R. somit sehr gut. Er wurde von seinen Kollegen geschätzt und als freundlicher Mensch bezeichnet und hatte einige private Freundschaften innerhalb des Kollegenkreises geschlossen. Weniger gut lief es in seinem Privatleben. Als er nach Kalifornien umzog, da trennten sich seine Frau und er. Das Ganze verlief auf ruhige und freundschaftliche Art und Weise und beide beschlossen, dass ihr gemeinsamer Sohn in den USA für seine zukünftige Ausbildung besser aufgehoben sei. Und so zog dann sein damals 12-jähriger Sohn mit nach Kalifornien und dort besuchte er dann die Irvine University High School. Die beiden hatten sich recht gut eingelebt und es schien alles in Ordnung zu sein. Sein Sohn fuhr morgens mit dem Bus in die University High School und Rainer R. fuhr jeden Morgen mit seinem Rad zum Labor. Die beiden lebten nun seit 2 Jahren dort in Kalifornien und alles hatte sich ganz gut eingespielt. Und Rainer R. hatte eine Frau kennengelernt, eine Frau mit 2 Kindern, mit denen sich auch sein Sohn Klaas gut verstand. Und so, nach einem Dreivierteljahr, zogen die beiden Familien zusammen. Und auch sonst hatten Rainer R. und sein Sohn viele Freundschaften geschlossen. Die jetzt 5-köpfige Familie, die gab auch das ein oder andere Grillfest, zu dem dann viele Menschen eingeladen wurden. Rainer R. ging selten mit Kollegen aus, die Abende nach der Arbeit, die verbrachte er meist mit seiner Familie, insbesondere spielte er dann mit den Kindern. Und da ließ er keine Unterschiede zwischen seinem eigenen Sohn und seinen Stiefkindern aufkommen. Zu denen war er genauso gut und aus freien Stücken heraus begann sie irgendwann damit, ihn Papa zu nennen. Freunde berichteten einmal, dass sein Sohn Klaas der Inhalt seines Lebens war. Nun waren noch 2 Kinder hinzugekommen und Rainer R., der richtete so sein Leben nach den Wünschen und Vorlieben seiner Familie aus. An den Wochenenden machte die Familie viele Ausflüge. Es ging in die Nationalparks, es ging in die Freizeitparks, alles das, was die Kinder sich so wünschten.
Bei der ganzen Aufmerksamkeit, die die Eltern ihren drei Kindern widmeten, war es aber nicht so, dass dies verwöhnte oder überbehütete Kinder waren. Sie ließen ihnen Raum, sich selbst zu entwickeln. Dann kam der 14. März 2012. Sein Sohn Klaas, der war mittlerweile 14 Jahre alt und wie an jedem Morgen verabschiedete sich Rainer R. bei seinen Kindern. Was er nicht ahnen konnte, war, dass er seinen Sohn an diesem Morgen zum letzten Mal in den Armen hielt. Es war gegen Mittag. Rainer R. befand sich mit seinem Kollegen im Labor, als das Telefon klingelte. Am anderen Ende war die junge Frau des Empfangs dieses Unternehmens und die bat Rainer, in die Vorhalle zu kommen, da Besuch für ihn da war. Dieser Besuch entpuppte sich bei Rainers Ankunft in der Halle als zwei Polizisten. Sie nahmen ihn zur Seite und teilten ihn damit, dass sich sein Sohn Klaas im Campuspark seiner Schule erhängt hatte. Einige Wochen später. Rainer R. ist ein gebrochener Mann. Er zieht sich immer weiter zurück, er will für sich alleine sein, er denkt den ganzen Tag nach. Sein Arbeitgeber hat ihn freigestellt, zahlt seinen Lohn für 3 Monate weiter. Denn für Rainer R. war es nicht mehr möglich, seiner Arbeit nachzugehen. Tag und Nacht grübelt er über die Frage, warum hat sein Sohn sich umgebracht? Auf dem Facebook-Profil von Klaas entdeckt er einige Einträge seiner Klassenkameraden, Beileidsbekundungen und Rest in Peace und so weiter. Und auch dort wird diskutiert, warum er sich das Leben nahm. Das Profil des Jungen, das gibt es heute noch, aber die Einträge, die sind nicht mehr zu lesen. Zwischen diesen Beileidsbekundungen, da entdeckt er 2 Hinweise, 2 verschiedenartige Hinweise, warum sein Sohn diese Tat begangen haben könnte. Zum einen ist dort die Rede von einem kleinen Diebstahl, den sein Sohn gemacht hätte, allerdings ein so geringfügiger, dass er nicht zum Schulverweis führte, was für so eine Universitäts-Highschool eigentlich das normale Verfahren wäre, jedenfalls bei größeren Diebstählen. Stattdessen wurde sein Sohn dann so bestraft, dass er in einer Pause den Müll im Campuspark einsammeln musste. Einige Schüler spekulierten darüber, dass dies für ihn so eine Erniedrigung war, dass er sich dann eben auch in diesem Campuspark das Leben nahm. Aber dann findet er andere Kommentare. Kommentare, die darüber berichteten, dass es Mobbing gegen Klaas gegeben hätte. Dass einige Schüler es auf ihn abgesehen hatten und ihm jeden Tag auf dieser Schule zur Hölle machten. Bei diesen Zeilen erstarrt Rainer R. Er hatte seinen Sohn die ganze Zeit so erlebt wie immer. Er hat nicht einmal daran gezweifelt, dass alles in Ordnung sei bei ihm. Aber wenn es Mobbing war, wer hat seinen Sohn dann so gequält? Freunde von ihm, die haben darüber berichtet, dass er immer finsterer und düsterer in seinen Gedanken wurde. Zunächst hätte er davon gesprochen, die Schule zu verklagen, weil sie seinen Sohn nicht vor Mobbing geschützt hätte. Das wären Gedanken gewesen, die wären noch im normalen Rahmen, aber dann wurden seine Gedanken immer finsterer. Er sprach davon, dass er seinen Sohn rächen will. Mehrfach erzählte er, dass nichts übrig bleiben dürfte. Zwar beunruhigten seine Freunde diese Aussagen, aber er war ein hochintelligenter Mann und er war eben verzweifelt. So nahmen sie das Ganze nicht ganz so ernst. Dann gab es 2 Brände. Einer dieser Brände, der wurde in diesem Park des Campus gelegt und ein anderer im Haus des Direktors der Schule. Es folgten 4 weitere Brände, allesamt an dieser Highschool oder an dem dort angrenzenden Park. Diese Brände, die wurden mit Papier und Büchern oder Holzscheiten entfacht, so dass das Ganze eben mehr oder minder ein Feuer war. Es wurde also nie großer Schaden angerichtet. Am 24. Juli 2012, da wurde dann ein Mann auf frischer Tat ertappt, der ein weiteres Feuer legen wollte. Der Täter war Rainer R. Bei der Vernehmung gab er an, dass er diese Schule abbrennen wollte, dass nichts übrig bleiben sollte von dem, was seinen Sohn so gequält hätte. Gegen eine Kaution von $50.000 wurde er dann erst einmal freigelassen, aber sein Computer und Laptop, die wurden beschlagnahmt. Und was die Polizei darauf entdeckte, das führte dazu, dass er erneut verhaftet wurde. Die Polizei entdeckte E-Mails, die er zum Teil an sich selbst und teilweise an seine Ex-Frau in Deutschland geschickt hatte. Es waren Texte wie: Ich werde diesen Schuldirektor finden und herausbekommen, wo er lebt, und ich werde ihn töten. Ich werde ihn weinen und betteln lassen, aber ich werde ihm keine Chance geben, so wenig wie er das bei Klaas tat. Ich werde ihn sterben lassen, natürlich langsam.
Danach lege ich Feuer an der Highschool und werde versuchen, so viel niederzubrennen wie nur möglich. Nichts soll übrig bleiben, was ihnen einen Grund gibt, ihre miserable Schule weiter zu betreiben, die über Leichen geht. Ich denke darüber nach, ein Dutzend Maschinengewehre zu besorgen und dann zur Schule zu gehen und diesen Vize-Schulleiter und den Schulleiter niederzuschießen und diese dumme Beratungsdame. Aber ich werde das Gewehr in ihre Vagina stecken, bevor ich abdrücke. Sie verdient das. Dann werde ich mindestens 200 Schüler erledigen, bevor ich mich selbst umbringe. Eine Lehrerin, so schrieb er, würde er dazu zwingen, sich vor den Schülern auszuziehen, um sie dann mit einem Stift zu erstechen. Die Polizisten fanden noch weitere Mails mit Beschreibungen darin, was er zum Beispiel mit den ganzen Mädchen dieser Schule anstellen würde, und das war nichts Schönes. Es gab eine Reihe von Folterfantasien und alle möglichen Dinge, die er diesen Schülern dort antun wollte. Daraufhin wurde er dann wieder verhaftet und es gab einen Prozess. Und in diesem Prozess gab es dann die Frage, ob er das, was er schrieb, denn auch wirklich tun wollte. Oder ob das Ganze ein Versuch war, über die Trauer hinwegzukommen, über die Wut darüber, dass sein Sohn gemobbt wurde, so dass er seine Fantasien, seine Rachefantasien in diesen Mails verfasste. Tatsache ist, Rainer R. besaß noch nicht einmal eine einzige Waffe und er hat auch nie versucht, irgendeine zu kaufen oder sich irgendwie zu beschaffen. So viel haben die Ermittler herausgefunden. Und bei diesen 6 Brandstiftungen, die er begangen hatte, da benutzte er nicht einmal Brandbeschleuniger. Er zündete diese Feuer, wie gesagt, mit Papier oder Holzscheiten an. Und es gab eine ganze Reihe von Hinweisen darauf, dass die Mails, die er geschrieben hatte, unter der Einwirkung von Alkohol oder Medikamenten geschrieben wurden. In den Mails an seine Frau, da schrieb er zum Beispiel, ich habe mir gerade die 2. Flasche Wein geöffnet. In einer anderen lässt er sie wissen, dass er gerade Medikamente zur Beruhigung genommen hätte oder Medikamente, damit er nicht schlafen müsse. Und in einer Mail gab es sogar einen Plan für seinen eigenen Tod. Er schrieb, ich werde mir selbst ein wunderbares Ende bereiten und bald bei Klaas sein. Ich mag diesen Plan. Endlich eine gute Idee. In einem letzten Willen, den er per Mail festgelegt hatte, da übertrug Rainer R. all seinen Besitz an seine 2. Frau und die Kinder. Und in dieser Mail bat er sie auch, den Stiefkindern eine Erklärung zu geben. Sag ihnen, Papa war so traurig, als Klaas starb. Er wurde regelrecht aufgezehrt von Traurigkeit und konnte nicht mehr atmen. Diese Mails waren dann Mails, die er zwar an seine Frau gerichtet, aber an sich selber verschickt hatte. Seine erste Ehefrau und die Mutter von Klaas, die sagte in einem Interview mit dem Sender ABC, ihr Ex-Mann sei so erfolgreich gewesen bei allem, was er tat, bis sich sein Sohn das Leben nahm und er nicht wusste, wie er damit umgehen sollte. Da sei er total durchgedreht. Diese E-Mails selbst, die stellten keine Straftat dar, weil er sie nur an sich oder seine 2. Frau schickte. Aber die Anklage nutzte sie, um die Gefährlichkeit des Professors zu unterstreichen. Er wurde dann wegen 5-facher Brandstiftung und Widerstand gegen die Polizei angeklagt, weil er sich bei seiner Verhaftung halt gewehrt hatte. Es kam dann zur Verhandlung und dann wurden diese E-Mails auch ein Gegenstand dieser Verhandlung. Die Schule, die Leitung der Schule, die sagte aus, dass sein Sohn nie gemobbt worden wäre. Das wäre einfach nicht wahr. Man würde gegen so etwas auf der Schule konsequent vorgehen. Verschiedene TV-Sender, die interviewten auch Klassenkameraden von Klaas und einige sagten, sie hätten nie etwas von Mobbing mitbekommen. Das wäre einfach nicht wahr. Und andere wiederum, die schilderten ganz klar, dass Klaas in der Schule sehr stark gemobbt worden sei. Und dass dieses Mobbing für sie persönlich eben auch der Grund dafür sei, dass Klaas sich das Leben genommen hatte. Am Ende der Verhandlung kam dann noch einmal der Schuldirektor zu Wort. Der Schuldirektor, den Rainer R. umbringen wollte. Und der sagte dann, dass er der Meinung wäre, dass Rainer R. hart bestraft werden müsse, denn die Feuer, die er gelegt hätte, die hätten ja immerhin das Schulgebäude entflammen können und dann wären wahrscheinlich viele Menschen ums Leben gekommen. Bevor ich jetzt zum Urteil komme, das gesprochen wurde, noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Der Sohn des Mannes bringt sich um, der wird förmlich irre darüber. Der zündelt dann im Park mit Feuer herum, möchte den Park niederbrennen, möchte die Schule niederbrennen, benutzt aber weder Brandbeschleuniger noch sonst irgendwas, sondern
zündet einfach Papier an und legt das so gegen die Mauer des Gebäudes. Er schreibt eine ganze Reihe von Mails mit der Schilderung, wie er dort alle umbringen und erledigen möchte und was er mit den Mädchen so machen möchte, und schickt diese Mails an sich selber oder die wohl harmloseren an seine damalige Frau. Aufgrund dieser Mails wird er dann verhaftet. 2013 wurde dann das Urteil gesprochen. Rainer R. wurde zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Ja, ist das Ganze jetzt ein gerechtes Urteil für diesen Mann oder nicht? Das ist so die große Frage. Dazu würde ich gerne mal eure Meinung hören, wie ihr das so seht. Es ist vielleicht noch wichtig, dass natürlich auch so psychologische Tests gemacht wurden. Gleich zwei Gutachten wurden erstellt. Nur konnte eben keines der Gutachten klären, ob er diese Taten, die er in diesen E-Mails beschrieben hat, wirklich begehen wollte. Das Einzige, was geklärt worden war, war die Tatsache, dass er aufgrund des Erlebnisses des Verlustes seines Sohnes eine schwere Störung erlitten hatte und dass für ihn einzig und allein die Schule die Schuld daran trug, dass sein Sohn nicht mehr lebte. Die Schule und die Schüler natürlich. Der Staatsanwaltschaft ist es dann aber offensichtlich gelungen, das Gericht davon zu überzeugen, dass Rainer R. ein gemeingefährlicher Mensch sei. Und dass er das, was er in den Mails geschrieben hatte, höchstwahrscheinlich auch umsetzen würde. Das Urteil, das ist insofern eben auch interessant, dass er ja nicht für etwas verurteilt werden konnte, das er noch nicht gemacht hatte. Also sprich, er hat ja niemanden direkt etwas angetan. Für das, was er gemacht hat, also dieses Feuer, da gibt es eine Höchststrafe von 12 Jahren. Rainer R. wurde aber zu 14 Jahren verurteilt. Das ist in den USA durchaus möglich, dass die Höchststrafe aufgrund einer richterlichen Entscheidung überschritten werden kann. Im Regelfall aber nur dann, wenn eine besonders schwerwiegende Straftat vorliegt. Diese besonders schwerwiegende Straftat, die fehlt hier allerdings. Egal wie man das Ganze jetzt beurteilen mag, was er geschrieben und getan hat. Das ist keine schwerwiegende Straftat. Also gut, der Richter hat so entschieden, er hat diese Strafe bekommen und er sitzt sie ab. Dieses Urteil hatte damals in den USA für größere Diskussionen gesorgt. Es gab Leute, die sagten, dieses Urteil ist gefällt worden, weil es so eine Art Schockstarre in den USA gab. Denn gerade einmal 3 Jahre zuvor war ja dieser Amoklauf in Columbine. Das und die Tatsache, dass das Gericht deutlich machen wollte, dass niemand in diesem Land, also in den USA, Selbstjustiz verüben dürfte, hätte dann zu diesem Urteil geführt. Andere sagen, das Urteil, das ist vollkommen gerechtfertigt, denn der Typ, der hat ja Dinge angedroht, von denen man nicht weiß, ob er sie umgesetzt hätte oder nicht, und deshalb muss man eben solche Leute aus dem Verkehr ziehen. Ich hab's gut, ich hab euch, und ihr werdet ja sicher in die Kommentare reinschreiben, was ihr von diesem Urteil haltet und ob das eurer Meinung nach gerechtfertigt war oder nicht. Also wenn ihr mögt, dann schreibt's mal in die Kommentare. Ja, das Freitagsvideo, das bedeutet, dass ich da auch immer einen Blick darauf werfe, was denn meine werten Kollegen so auf ihren Kanälen veröffentlicht haben. Und beginnen möchte ich dieses Mal mit dem Real Mystery, denn der ist seit langer Zeit mit vielen anderen an einer Serie am Arbeiten. Und diese Serie ist schon gut gemacht, da gibt es hochwertiges Filmmaterial, da haben viele Leute mitgearbeitet, die auch in dieser Serie zur Sprache kommen. Und die Themen sind richtig gut. Und er hat zu dieser Serie schon einmal einen Trailer veröffentlicht. Den Link dahin, den findet ihr in der Videobeschreibung. Den solltet ihr euch dann wirklich einmal ansehen. Dann habt ihr so in etwa einen Eindruck, was da auch grafisch so geboten wird. Und dann hat er noch ein neues Video auf seinem Kanal. Das heißt, die Prophezeiung der Hopi-Indianer. Auch ein interessantes Thema. Und auch den Link zu diesem Video, sowie zu allen Videos, die ich jetzt hier vorstelle, findet ihr in der Videobeschreibung. Beim guten Peso auf Utreon, da gibt's diese Woche ein Video mit dem Titel Das Geheimnis aus der Torlense. Da hat man wohl irgendwas aus irgendeinem Fluss gezogen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dessen Geheimnis ist jetzt offenbart. Wenn ihr möchtet, schaut mal rein in das Video. Der Quipo. Ich weiß ja nicht, ob es daran liegt, dass es seit einiger Zeit aus meinem Keller so eklig riecht. Aber der hat schon wieder kein Video gemacht. Ich habe mir ja jetzt schon zweimal vorgenommen, runter in den Keller zu gehen, um nachzuschauen, was da los ist. Aber so dieser Verwesungsgeruch, der hält mich so ein bisschen davon ab. Allerdings bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es vom Quipo stammt oder
aus einer meiner Unterhosen kommt. Ich muss da mal drüber nachdenken. Bei den Mystery Facts, da gibt's ein neues Video, das gehört wohl zu einer Serie, das heißt Alphabet der Traumsymbole, Orte und Zeit A bis Z. Und dieses Mal geht's um den Buchstaben L. Auch wenn es um Buchstaben geht, ist das jetzt nicht zu verwechseln mit Schlemiel aus der Sesamstraße, der Ernie immer diese Buchstaben verkaufen will. Das hier ist ein ernstes Thema. Ja, wenn ihr möchtet, dann besucht mal die Kanäle, schaut euch die Videos an und ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Ihr dürft die Kanäle ruhig abonnieren. Und wenn ihr mein heutiges Video als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.